Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Märchenstunde. Letztes Mal hat sich Wilbur schon wieder auf die Suche gemacht, um endlich alle Zutaten für sein Golem zusammenzusuchen. Und dabei ist er nicht nur auf einen flüchtenden Pisspot getroffen, sondern auch auf eine sprechende Tür im Lehrerzimmer, die ihn unter keinen Umständen hineinlässt. Doch glücklicherweise ist er auf einen kleinen Mäusefreund getroffen, der sich ihm seiner Probleme annimmt und ihm gerne dabei behilflich sein möchte. Wie das Ganze funktioniert, ob das Ganze funktioniert und wie wir jetzt weiter vorgehen und was Wilbur noch geschehen wird, das erfahrt ihr jetzt. Und ich wünsche euch dabei viel Vergnügen. Dann gucken wir doch mal, was wir hier... Ja, wir können noch mit dem Pisspot reden und wir haben immer noch den Wassereimer und die Feuerstelle. An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten normalerweise Bürger und Besucher des Gasthauses. Papier, Holz, alles ist da. Nur niemand, der sich aufwärmen will. Naja, mein Gott. Das Wasser im Eimer ist zu Eis gefroren. Muss ja ganz schön kalt sein hier. Können wir das Eis vielleicht irgendwie rausholen mit so einem Meißel oder so? Schade. Oder mit einem Hammer? Schade. Wir könnten doch diesen tollen Wischmopp nehmen. Nein, auch nicht. So, was ist denn überhaupt mit dem Pisspot los? Können wir mit ihm reden? Natürlich. Ich wette, er wäre stark genug, um den Golem zu tragen. Oh ja. Aber der kleine Kerl scheint mehr als verwirrt zu sein. Ich fürchte, er springt in die Tiefe, wenn ich mich ihm zu sehr nähere. Wenn ich nur wüsste, was sein Problem ist, dann könnte ich vielleicht mit ihm reden. Ja, wenn ich wüsste, was sein Problem ist. Vielleicht fragen wir mal die Schiefertafel. Was kann ich für Sie tun? Okay, das hilft mir nicht. Ich frage später vielleicht nochmal was. Und ich werde vielleicht antworten. Ja, schön. Dann schauen wir doch nochmal, was im Gasthaus so los ist. Nicht wirklich viel Neues, wie ich sehe. Ach, da ist ja noch Timmy. Mit dem könnten wir natürlich auch noch reden. War der nicht eben sogar weg? Na dann, befragen wir doch erstmal Timmy. Vielleicht kann der uns ja helfen. Da bist du ja wieder. Was hast du herausgefunden? Viele Akten voller Listen und Zahlen. Nichts Verdächtiges. Aber in einer Akte stand ein Eintrag, der mit Tür überschrieben war. Darunter standen vier Zahlen. 4, 60, 9, 41. Ich habe sie aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Das hast du wunderbar gemacht. Diese Zahlen sind garantiert der Code für die Tür. Danke für deine Hilfe. Du weißt, wo du mich finden kannst, wenn du nochmal Hilfe brauchst. Hast du vielleicht Lust, mich zu begleiten? Eventuell kann ich irgendwo einen kleinen Partner gebrauchen. Wow, klar! Ja, und so haben wir eine kleine Begleitung. Das ist doch super. Und ein Zahlencode. Das heißt, wir können gleich erstmal zur Tür gehen und schauen, was da so geht. Unternehmungslustiger Timmy. Ja, ist doch schön, wenn er unternehmungslustig ist. Der abgerissene Notiz. Kann ich den Timmy vielleicht mit dem Pisspot benutzen? Das wäre auch lustig. Nee. Schade. Wer weiß, wozu es gut ist. Na dann gehen wir doch direkt mal zur Schule. Wir könnten natürlich die Stadtwache mit dem unternehmungslustigen Timmy ablenken oder verjagen. Dann könnten wir in der Ruhe an dem Golem rumbasteln.
Wofür kann man denn sonst noch so ein kleines Mäuschen benutzen? Oder ist er nicht sogar eine Ratte? So, und jetzt nochmal kurz vorher auf die Notiz schauen. 60, 9, 41. Das sind die Zahlen, die Timmy in den Akten des Direktors gefunden hat. Sie sollten mir bei der magischen Tür des Lehrerzimmers weiterhelfen. Na dann, reden wir nochmal mit der magischen Tür. Hallo? Wie lautet der Zugangscode? Der Code lautet 4, 60, 9, 41. Korrekt. Solltest du dann jetzt nicht aufgehen? Ich kenne ihre Stimme nicht. Sie wurden mir von Direktor Bloch nicht vorgestellt. Echt jetzt? Aber ich habe den Code. Ich verfüge über ein zweistufiges Sicherheitssystem. Nein! Der Code muss angegeben werden und dies muss in der Stimme eines mir bekannten Lehrers geschehen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Na toll! Ich bin Direktor Bloch. Ich verfüge zwar über keine Sehorgane, aber ich habe hervorragende Ohren. Sie sind nicht Direktor Bloch. Naja. Die Tür lässt sich nicht so leicht hereinlegen. Der Code muss in der Stimme von Direktor Bloch gesprochen werden. Das ist ein Problem. Ja, in der Tat. Weil ich nichts zum Aufnehmen habe. Hallo? Wie lautet der Zugangscode? Ja. Ein Code und eine Stimmerkennung. Warum solch ein Aufwand für ein Lehrerzimmer? Immerhin befinden wir uns in einer Schule für Magie. Die Schüler verfügen über Einfallsreichtum und erstaunliche Fähigkeiten. Braut ein Schüler einen Vielsafttrank und verwandelt sich in einen Lehrer, fehlt ihm trotzdem der Code. Ah, gibt und Sinn. Wer den Code irgendwoher hat, aber kein Lehrer ist, kann ebenfalls nicht eintreten. Na toll. Aber ich bin Lehrer. Richtig. Wenn Sie Lehrer an dieser Schule wären, wären Sie mir von Direktor Bloch vorgestellt worden. Ja, hielt das wohl nicht für nötig. Na super. Ich muss weiter. Ich habe noch etwas unten in der Stadt zu erledigen. Mir egal. Ich bin nur eine Tür. Hat er recht. Ja. Stimmt. Was haben wir denn hier noch? Jorge. Hallo, Jorge. Wilbur. Dieses Ding da aus der Kiste. Was ist das? Ein verfluchter Betrug ist es. Wir kriegen nicht ein Kupferstück von mir. Wie so ein wild gewordenes Biest zu liefern. Ja, aber was genau ist es? Ein Pisspot. Klang wie eine gute Idee. Wir statten Pisspötte mit Beinen aus. Da müssen sie nie wieder selber laufen, um sie zu entleeren. Aber zum Teufel, warum geben sie dem Pott Beine, mit denen er flitzen kann wie ein brennendes Wildschwein? Ja. Was sind die bessere Welteisenwerke? Das sind die verfluchten Betrüger, die mir diesen unbrauchbaren Pisspot verkauft haben. Diese Weltverbesserer. Weltverbesserer? Ja. Haben nach dem Krieg Schwerter, Rüstungen und all das Zeug eingesammelt. Schwerter zu Pflugscharen, Helme zu Pisspötten und dieser ganze Kram. Das heißt, der Pisspot war früher mal ein Soldatenhelm? Könnte einem verfluchten General gehört haben, wenn es nach mir geht. Jetzt ist er ein Pisspot auf der Flucht. Ein prächtiger Soldatenhelm, der zu einem Pisspot mit Beinen umfunktioniert wurde. Kein Wunder, dass ihm das nicht gefällt. Nicht wahr? Kann man bei dir Drachenschweiß kaufen? Drachenschweiß? Das ist sehr teuer. Das habe ich befürchtet. Aber ich brauche ihn dringend. Ich meine, ich gebe dir die Hälfte meines Königreichs und meine schönste Tochter teuer. Das kannst selbst du dir nicht leisten. Naja, war ein Versuch wert. Schade. Dann wird das wohl mit den Krokodilstränen genauso sein. Krokodilstränen? Kann welche bestellen. Sind in 3 Tagen da. Toll, ich brauche sie jetzt.
Der feine Herr will wohl kostenlose Übernachtlieferung, was? Na gut, ich muss dann weiter, nicht. Jorge. Bis dann. Bis dann. Gut, dann gehen wir hinunter und reden mal mit dem Soldatenhelm, der zu einem Pisspot umfunktioniert wurde. Warum auch immer. Hat sich eigentlich irgendwas geändert? Nein. Aber da können wir uns später nochmal drum kümmern. Spring nicht! Und so wie du aussiehst, hast du nicht irgendwem gehört. Und jetzt hat man aus dir einen magischen Pisspot gemacht? Das ist ein beschissener Job, ganz wörtlich. Ich kann schon verstehen, dass du weggelaufen bist. Du hast für das Gute gekämpft, hast viel erlebt. Und jetzt... Wie wäre es, wenn du wieder Großes vollbringen könntest? Für deinen Oberbefehlshaber sogar. Ich baue einen Golem, der Erzmagier Alistair beschützen soll. Du kennst doch den Erzmagier. Er ist in Gefahr. Vielleicht stecken die Schatten dahinter. Aber auf jeden Fall eine dunkle Macht. Du könntest dem Golem als Beine dienen. Es wäre eine ehrenvolle Aufgabe. Also, bist du dabei? Abgemacht. Mensch, was nicht so alles in so einen kleinen Rucksack reinpasst. Ein Pisspot bzw. ein Helm, der zu einem Pisspot umfunktioniert wurde, der magisch verzaubert wurde und jetzt mit Beinen durch die Gegend läuft. Meine Güte, was hat man nicht alles in der Tasche, um daneben doch gleich ein großartiger, datenvollbringender Timmy. Mensch, das ist ja spannend. Bloß, was können wir mit Timmy jetzt anstellen? Vielleicht reden wir erstmal mit Bloch. Herr Direktor Bloch? Ja? Anscheinend reicht es nicht, den Code für die Tür zum Lehrerzimmer zu kennen. Man muss der Tür auch noch vorgestellt worden sein. Richtig. Die Tür merkt sich anhand der Stimme, wer Zutritt hat und wer nicht. Und wer hat Zutritt? Momentan nur ich. Ach. Na toll. Anscheinend reicht es nicht. Richtig. Ja. Und wer? Momentan. Ja. Super. Auf Wiedersehen. Wie kriege ich denn jetzt die Stimme dahin? Ich habe auch echt nichts. Oh, ich habe einen Pisspot-Lieferschein? Ein Lieferschein der Firma Bessere Welteisenwerke. Dieser magische Pisspot ist von denen. Aha, was will ich denn damit? Naja, viel besser ist das jetzt nicht. Aber der Hut ist größer. Ich wüsste nicht, worüber ich zurzeit mit Sloth reden sollte. Hallo, Grump. Oh, Willibur. Ach ja, genau, da war ja was. Damit müssten wir ja den... Oh, krieg ich denn jetzt Alkohol her? Was wolltest du mir denn nun sagen, Grump? Nein, Sloth lauschen. Ich nichts sagen, solange Sloth zuhören. Puh, ich gehe hier nicht weg. Schön. Tschüss, ja. Grump. Ciao. Ja, und hier gibt's auch nichts Neues, ne? Nee. Na gut, dann schauen wir uns doch nochmal um. Und ich habe auch immer noch nichts, mit dem ich da... Blöd. Die Feuerstelle...
Kann ich damit noch irgendwas? Kann ich da Timmy vielleicht aufheizen? Lasst uns ein Tierchen verbrennen. Nein. Oder den Golemkopf anheizen. Geht auch nicht. Tja, was bleibt uns denn noch übrig? Wir haben jetzt den Pisspot eingesammelt. Hier gibt's auch nichts Neues. Vielleicht müssen wir mal den guten Herrn Stadtwache dort wegschicken. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Und je weniger ich mit ihm reden muss, desto besser. Natürlich. Obwohl, kann ich vielleicht Timmy benutzen, um den guten Herrn zu erschrecken? Nein. Nein, halt, zurück, 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 zurück. Entschuldigung, falscher Knopf. Meh. Fast jedes Haus in der Oberstadt hat einen Abfluss, der in die Kanalisation führt. In der Unterstadt sieht das anders aus. Viele Bewohner kippen ihr Abwasser einfach auf die Straße und vertrauen darauf, dass es schon irgendwie unten ankommt. Ja, stimmt. Da im Schaufenster liegen die Pralinen, von denen Zloff erzählt hat. 2 Seefelds Kleinunzen Genuss pro Praline. Mit und ohne Alkohol. Moment. Kann ich jetzt Timmy da ins Abflussgitter reinschicken und er holt die Pralinen raus? Haha! Hey Timmy, glaubst du, du könntest einen Weg durch die Kanalisation in die Bäckerei finden? Klar, könnte ich! Und könntest du vielleicht eine Praline ausleihen? Nein, aber ich kann eine klauen. Ich weiß nicht. Ich möchte dich nicht dazu anstiften, etwas Illegales zu tun. Es ist für Ratten nicht verboten, Lebensmittel zu stehlen. Man erwartet es geradezu von uns. Ja, dann. Tatsächlich? Klar. Oder hast du schon mal gehört, dass eine Ratte wegen Mundraub ins Gefängnis geworfen wurde? Nee. Das stimmt. Dann los. Ha, ha. Das klappt. Da ist Timmy. Er ist drin. Sieht aus, als könne er nur eine Sorte Pralinen mitnehmen. Ah, dann super. Welche ist denn mit Alkohol und welche nicht? Die rote. Eine rote. Er hat's verstanden. Er macht sich mit der roten Praline auf den Weg nach... oben? Was hat er... Ja, gut. Da bist du ja. Die Praline, fang! Sehr gut. Jetzt du. Nicht nötig. Hui! Na, wie habe ich das gemacht? Super. Große Klasse, Timmy. Sehr gut. Eine rot verpackte Praline aus der Bäckerei. Ich würde sie liebend gern essen, aber ich glaube nicht, dass uns das weiterhelfen würde. Das stimmt. Aber dann gehen wir mal direkt runter in die Kneipe. Ich hoffe, dass es die richtige war. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Schau mal, ich habe dir eine Praline besorgt. Och, das ist nett gemeint, aber das sind die Falschen. Die Roten sind mit Alkohol. Alkohol machen Zloff müde. Ich fürchte, das stimmt. Ich esse nur die Blauen, ohne Alkohol. Tja, es war gut gemeint. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Naja, dann brauche ich ja wohl doch beide. Und wenn er es dann so denkt,
gefragt, wie ich funktioniere. Also, genau, umgekehrt. Wenn das dann so funktioniert, wie ich denke, dann tauschen wir einfach mal die Verpackungen aus. Hoffentlich funktioniert das. Bleibst du hier stehen? Ich glaube, wir könnten noch eine Praline gebrauchen. Eine blaue dieses Mal. In Ordnung! Timmy ist gut. Da ist er. Und ab aufs Dach. Ja? Fang! Sehr gut. Hui! Gute Arbeit. Und jetzt kann ich auch bestimmt die mit der... Genau, tausch die Pralinen aus. In Ordnung. Ich tausche die rote gegen die blaue Verpackung. Fertig. Haha. Was sind wir doch, Fuchs. Und nun geben wir Zloff das, was er will. Eine blaue Praline. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Möchtest du noch eine von deinen Lieblingspralinen ohne Alkohol? Och, natürlich. Ups. Oh nein. Aua. Zloff K.O. Sehr schlauer Plan. ja, egal. Was wolltest du mir denn sagen, Grump? Ich hoffe, das war es wert. Grump habe Golem. Was? Oder Teil von Golem. Aha. Der Golem deines Bruders? Nein, anderer Golem. Grump haben gekauft. Okay. Warum hast du einen Golem gekauft? Und warum darf Zloff nichts davon wissen? Zloff immer so viel arbeiten. Viel Stress, viel Streit. Grump Angst, wenn weiter streiten, Zloff ihn eines Tages verlassen. Okay. Grump deswegen Golem gekauft. Soll aushelfen in Gasthaus. Zloff und Grump Urlaub machen. Oh, gut. Und weil Zloff schlechte Erfahrungen beim Golembau hat, wolltest du den Golem vor ihm geheim halten, bis er fertig ist. Ja, dann. Wo ist der Golem? Oder seine Teile? Hier. Wie hier? Ach, und er weiß davon gar nichts? Ist kaputt. Ja, ich sehe es. Ja, stimmt. Mehr Teile kaufen. Dann anbrüllen, bis Golem lebendig wird. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, Zloff würde hören und schimpfen. Grump nicht sollen spielen mit magischen Dingensbummens. Willibur muss Golem bauen. Dann Grump aufhören, sich über Größe von Willibur lustig zu machen. Ha. Du hast dich nie über meine Größe lustig gemacht. Willibur so klein, Mäuse sagen Zwerg zu ihm. Das nicht mehr sagen, wenn Willibur helfen. Also schön. Wie wäre es damit? Ich helfe dir und baue den Golem. Aber bis zur Wahl gehört er mir und ich kann mit ihm machen, was ich will. Nach der Wahl bringe ich ihn zurück und der Golem kann dir und Zloff hier im Gasthaus helfen. Okay. Das war einfach. Oh, was ist passiert? Zloff seine Schlafmütze. Bis dann, Grump. Sehr schön. Hervorragend.
Was haben wir hier? Ein Torso und sonst nichts. Arme, Beine und Kopf fehlen. Das ist doch nicht weiter schlimm. Schließlich haben wir doch. Moment. Kopf und Beine. Mist. So. Nein, erst muss ich den Kopf brennen. Ich will keinen Golem mit weicher Birne. Warum nicht? Kann ich denn wenigstens schon mal die Füße dran packen? Ja! Das sind vielleicht keine typischen Golembeine, aber sie sind hochmotiviert. Schau her, es sind hochmotivierte Beine. Ja. Dann gucken wir doch mal, was wir draußen machen können. Jetzt haben wir eine Feuerstelle und damit könnten wir ja tatsächlich den Golemkopf brennen. Aber das Feuer ist ja aus. Vielleicht machen wir es dann einfach mal an, wenn wir jetzt wissen, was wir damit tun können. Nein, es geht immer noch nicht. An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten normalerweise Bürger und Besucher des Gasthauses. Aber es ist keiner da. Holz? Alles ist da. Nur niemand, der sich aufwärmen will. Na doch, ich. Also, meine, wir. Wegen Kopf und so. Kann ich... Nee. Na toll. Kann ich denn hier mit dem Zauberstab ein bisschen was... Ich kann das Feuer entzünden! Oh, es ist echt zu einfach. Da hätte ich auch schon mal früher drauf kommen können. Oh. Ein kleiner Feuerzauber kann nicht schaden. Genau! Ignifaxius Ignisfero. Hey! Das Feuer ist warm und hell. Eine willkommene Abwechslung in einer kalten Winternacht. Sehr gut. Lasst uns einen Kopf brennen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tonskulpturen so nicht gebrannt werden. Das stimmt. Aber wer sollte sich über solche Kleinigkeiten schon aufregen? Auch das stimmt. Das Wasser im Eimer ist zu Eis gefroren. Immer noch? Es brennt daneben. Was auch immer. Ich bin fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar Arme und ich habe einen perfekten Golem gebaut. Ja, und wo kriege ich jetzt Arme her? Habe ich überhaupt sowas wie Arme? Nee. Schmiere Plakat mit Trollspucke ein? Oh, ich habe eine Idee. Hätte ich ja schon früher drauf gekommen. Oh, das ist alles wieder so offensichtlich. Wieso habe ich das nicht früher schon mal ausprobiert? Ja, wo kriege ich jetzt Arme her? Da war doch bestimmt irgendwas, was mir durch die Lappen gegangen ist. Was war das bloß? Was war das bloß? Die Statue hat Arme. Ich kleistere lieber die Stelle ein, wo ich die Plakate hinhängen will. Das dürfte weniger Sauerei machen, als es andersherum zu versuchen. Oh, das ergibt Sinn. Ja, die Trollspucke klebt zwar nicht so gut wie Trollrotz, aber vielleicht taugt sie trotzdem als Kleisterersatz. Sehr gut. Herr Schildträger? Herr Professor? Ja? Da drüben hängt ein Protestplakat am Aushang. Und? Es richtet sich gegen die Ratsvorsitzende Van Duren. Verfluchte Sauerei! Ist so! Das ist Vandalismus der schlimmsten Art! Genau! Tut mir leid, alter Freund.
Ha, ha! Lustig aus. Ich habe Arme. Und ich werde sie benutzen. Und damit wäre der Golemkörper auch schon mal fertig. Fehlt nur noch der mit magischer Tinte geschriebene Zauberspruch im Mund. Genau das. Wie und ob wir das schaffen, das gibt es dann beim nächsten Mal. Für heute machen wir unser kleines Märchenbuch zu und ich verabschiede mich. Das war The Book of Unwritten Tales 2. Ich bin Lycris und verabschiede mich für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf, gebt mir ein Abo, schreibt was in die Kommentare oder teilt sogar das Video, das würde mich auch wunderbar freuen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und Chosen.